zum heutigen schnellen Tipp. Der lautet, mache einen schlechten Tag nicht noch schlechter. Wir haben doch alle mal so einen Tag, wo wir nach Hause kommen und denken, oh, Mann, war das heute nervig. Ich habe heute zu nichts mehr Bock. Und dann noch mit dem Hund raus. Ja, dein Hund muss raus, ist richtig. Aber mach dir das Leben nicht noch schwerer, indem du jetzt anfängst, mit deinem Hund zu trainieren. Geh lieber mit deinem Hund an einen einsamen Ort, wo nicht viel passieren kann. Wenn dein Hund jagt, dann mach ihn eine Schleppleine und schaue, dass du niemanden begegnest und vor allem trainiere nicht mit deinem Hund, wenn du eh schon schlechte Laune hast. Es ist immer besser, mal den Tag sein zu lassen, als jetzt krampfhaft versuchen, mit dem Hund noch irgendwas zu machen. Wenn du schlechte Laune hast, dann versuch erstmal dich ein bisschen runterzufahren, Zeit für dich zu nehmen. Und wenn du merkst, es geht ja wieder besser, dann kannst du dich mit deinem Hund beschäftigen. Dein Hund wird nicht darunter leiden, nur weil du jetzt mal einen Tag nicht so viel Zeit hast oder dich nicht so mit ihm beschäftigst und er nicht so gefordert wird. Wenn du einen schlechten Tag hast, kümmere dich erstmal um dich und dann kümmere dich um deinen Hund. Mach dir den schlechten Tag nicht noch schlechter, indem du versuchst, irgendwelche Grenzen mit deinem Hund auszutesten oder sonst was. Das wird eh nicht funktionieren. Das war's auch schon. Macht's gut!